Wir haben heuer den 27. Faschingsumzug. Er besteht aus einem Umzug und dem anschließenden Faschingstreiben, der am Baumhagelplatz stattfindet. Hier gibt es Live-Musik, eine Tanzfläche und viele Standeln, wo wir für Verpflegung sorgen. Ich denke, in Cisterstorf funktioniert der Faschingsumzug derartig gut, weil gerade am Dienstag die Geschäfte in Cisterstorf geschlossen haben. Das Leben steht still und damit ist Platz und Zeit für einen Faschingsumzug. Und nach 27 Jahren ist diese Veranstaltung zur Tradition geworden. Wir haben heuer den Vorteil, dass in den umliegenden Gemeinden viele Faschingsumzüge stattgefunden haben. Und es ist sehr viel Arbeit, einen Wagen aufzuputzen. Wir sind die Letzten und damit profitieren wir davon. Mein Vorgänger war Bürgermeister der Stadt Cisterstorf. Der hat diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Diese ist gewachsen und heuer mit dem 27. Faschingsumzug ziemlich groß geworden. Wir als Schule leben Tradition und Brauchtum und wenn wir das nicht als Schule tun, wer soll es dann tun? Und aus diesem Grund wird es auch nächstes Jahr wieder einen Faschingsumzug geben. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie nächstes Jahr am Faschingdienstag wieder begrüßen können.